Was ist Barzahlung und wie ist ihre Bedeutung? Ja, Achtung, hier sind zwei Fragen in einer Frage sozusagen zusammengefasst. Da scheitern schon manche dran. Die beantworten den ersten Teil und zum zweiten Teil schreiben sie nichts, verlieren dann die Punkte. Hier gibt es zum Beispiel dann von mir aus 4 Punkte. 2 Punkte für den ersten Teil und 2 Punkte für den zweiten Teil. Also was ist Barzahlung? Hier nehmen wir mal ein Vollverb, heißt. Was heißt Barzahlung? Man kann ja auch ein Substantiv wählen. Barzahlung ist ein Geldtransfer, irgendwie so, aber heißt ist besser. Barzahlung heißt Ware gegen Cash. Ja, das heißt Barzahlung. Ware gegen Bargeld. So, und wie ist ihre Bedeutung? Das ist der zweite Teil der Frage. Bedeutung ist rückläufig. Ja, wir zahlen heute mit Plastikgeld, wir zahlen mit EC-Karte mindestens. Apple hat jetzt gerade ein Bezahlsystem vorgestellt, da muss man gucken, wie das am Markt akzeptiert wird, wo sie mit ihrem Mobiltelefon bezahlen können. Also die Bedeutung der Barzahlung ist rückläufig, aber es gibt sie noch in bestimmten Branchen und bei Gütern des täglichen Bedarfs. Ja, dann gibt es immer noch Barzahlung und das wird, so wie es aussieht, auch so bleiben. Ja, und der Tag, an dem eine Prostituierte sagt, so jetzt bitte hier Geheimzahl eingeben und zweimal bestätigen, der Tag wird, glaube ich, auch noch auf sich warten lassen. Das meine ich hier mit bestimmten Branchen. Ja, da ist Bargeld gleichzeitig Anonymität und das ist erwünscht und deswegen wird es so bleiben. Ja, aber insgesamt ganz klar rückläufig gegenüber den Systemen, die es da mittlerweile gibt und noch geben wird. Da ist ja einiges in Bewegung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.